Ja, hier ist der Benni von Öventura. Ich bin unterwegs zu meinem alten Freund Olli. Der Olli, der ist gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Stimmt gar nicht, er ist Meister für Veranstaltungstechnik. Ich bin Fachkraft für Veranstaltungstechnik von Berufs wegen, bevor ich in die Outdoor-Branche eingestiegen bin. Von der Veranstaltungstechnik kenne ich den Olli. Der Olli, der hat gerade ziemlich viel Zeit, denn die Veranstaltungstechnik-Branche wurde so ziemlich als erster von dieser Corona-Krise betroffen. Und Olli ist infiziert, aber nicht vom Coronavirus, sondern vom Tipi-Virus. Das ist der Grund, warum ich ihn besuche. Der hat nämlich sein Tipi im Garten aufgebaut und verbringt dann Zeit mit seiner Familie. Und ja, das möchte ich jetzt einfach mal in Augenschein nehmen und suche den Olli, mal sehen, wie es so bei ihm läuft. So falsch war. Kanelbulla, sprich Zimtschnecke vorbereitet, können wir nachher gerne auf dem Atago dann. Bin echt gespannt. Erkennen. Du hast hier ordentlich eingedickt die letzte Zeit mit Petromax und Tentipi. Hm? Und ich krieg, wie du hast jetzt schön im Garten aufgebaut. Ja. Und so kam jetzt die letzte Woche, jetzt während diesem Lockdown, kamen jetzt viele Rückmeldungen von Kunden, die sich auch schon ein Tipi gekauft haben, deren Osterurlaub geplatzt ist, Flüge gebucht etc. Du kennst ja. Ja, jetzt was machen wir? Und dann, klar, hey, lass uns das Abenteuer in den Garten holen und Tipi aufgebaut, Feuerli am Start, so wie du. Und habe ich gedacht, ach komm, das interessiert viele. Und drum bin ich hier und du hast ja gemütlich gemacht. Also da kann man es schön aushalten. Genau unser Fall. Wir wären seit gestern eigentlich in Südtirol, also Gardasee, Norditalien, im schönen Chaletdorf wären wir da unterwegs gewesen, hätte auch Mikes Geburtstag dann dort auch noch verbringen wollen. Aber ist nichts und deswegen zurückgreife auf das, was man hat. Und dementsprechend das Setup hier im Garten. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir im Mai unser Tipi-Camp machen können. Ja. Wissen bei euch im Geschäft. Du bist ja Mann der ersten Stunde des Lockdowns, was noch gar keinen gab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir sprechen oder die Branche nennt es First In, Last Out, wird es bei uns betitelt. Das heißt, wir sind ziemlich die erste gewesen, die durch den Wegfall von allen Veranstaltungen, Messe vor allen Dingen, Großprojekte, die im Frühjahr stattfinden, nicht arbeiten durften, Messen verschoben wurde, nicht abgesagt, was wiederum damit zu tun hat, dass man nicht Regressansprüche hat dementsprechend. Und wir werden höchstwahrscheinlich so ziemlich die Letzte sein, die wieder an den Start gehen. Aber du hast jetzt ein relativ aufregendes Leben hier mit deinem Beruf und hast dir hier ein gutes Kontrastprogramm geschaffen. Und so geht es wahrscheinlich vielen, die jetzt noch irgendwie Alternative suchen. Wie können sie sich dieses Stückchen Abenteuer zurückholen? Das ist Abenteuer. Ja. Im eigenen Garten. Man merkt und Dinge, wie man den so... Hofeburg, ne? Haus 1, 2, 3, 4, 5. Doch einigermaßen im Grünen, aber wir sind sehr zentral in der Hofeburger Südstadt. Es ist aber verrückt, wie man die Natur anders wahrnimmt, auch im eigenen Garten. Was für eine Stille das herrscht. Welche Tiere wieder zurückkommen in die Stadt. Vögel, die man teilweise hier gar nicht gesehen oder geschweige denn gehört hat. Geht frühmorgens los. Aber die Rabe fliege in 3 Meter Flughöhe durch die Straße. Die sieht man sonst auf dem Dach. Aber man hat so das Gefühl, die Natur erobert sich einfach auch ein Stück die eigene Natur dementsprechend zurück. Wie war so die ersten Nächte im Tipi? War es kalt? Oder? Super, nee, war echt gut.
der Ofen. Das sieht so oben am Kamin. Nein, klasse. Also wie gewohnt. Wir haben ja auch schon Lac de Boissy, haben wir auch schon 3-4 Grad schon mal gehabt nachts. Ja, letzte Herbst war ordentlich Regenwetter. Und, aber trotzdem, knackig. Stimmung war super. Ja. Jeder warm kam im Zelt. Ja, ja. Und wir hatten Angelsee direkt vor der Haustür. Ja. Vor der Tipi-Tür. So ein Hecht. Tipi-Tobi. Tipi-Tobi mit so einem Hecht. Also Anglerlüge immer. Ne? Also so weit waren Auge auseinander. Von dem her, Angler machen Fotos auch immer so, dass sie den Fisch ganz weit nach vorne haben. Ich freue mich. Die Perspektive, die da liegt. Nee, es super, es passt genau rein. Es ist auch nicht so, dass man sich irgendwie beengt fühlt oder dass du gerade jetzt nee, man fühlt sich in keinster Weise beengt. Einer der Vorteile dementsprechend für doch so ein großes, man redet ja von 249 in dem Fall, ich brauche eine geringe Grundfläche und kann trotzdem drinstehen. Was für mich wichtig ist. Und deine Family zieht voll mit, oder? Ja, also meine Frau, als wir zusammengekommen sind, vor 20 Jahren hat meine Frau gesagt, komm bloß nicht auf die Idee, mit mir campen zu gehen. Hat sich aber in vielem dann so bewahrheitet, dass man es einfach ausprobieren muss. Es ist halt der Platz, du kannst stehen, es ist also Dackelgarage, du kannst stehen, du hast Atmungsaktivität. Du kannst, eines der, eine schöne der wirkliche Highlights ist die Atmungsaktivität. Und ich weiß es von früher, irgendwo Campingplatz, Canopio und am Lago Maggiore, der erste Sonnenstrahl und du warst wach, egal wie spät da oben geworden ist. Du, halt, du warst, bist halt in diesem Polyester Käfig, also in diesem Polyester-Zelt drin. Der erste Sonnenstrahl heißt aufstehen, du haltst nicht aus. Und genauso abends, also Wärmehaltung ist super, muss ich sagen. Also die Abstrahlwärme, dann das Lüftungsverhalten dementsprechend. Man muss also auch keine Bedenken haben. Du kannst aus dem Schlafsack raus, ziehst die Lüftung auf und hast einen schönen Kamineffekt. Ja, eben Wäsche trocknen dementsprechend, Wäschering rein, Wäsche aufhängen. Tina, stimmt das, was der Olli gesagt hat? Dass du jetzt gerne mitkämpfst. Inzwischen, ja. Inzwischen. Ja, definitiv. Also das aber war immerhin hast du dich drauf eingelassen. Ja, und jetzt macht's. Das war das erste Mal, wo wir dann eben mit dir unterwegs waren. Weißt du noch die Nacht, wo nebendran die Party war? Im Mai. Wo du dich bei Alter entschuldigt hast. Alter. Meine Frau und ich sind im Zelt gelegen und dann läuft das Lied, was bei unserer Hochzeit ist. Also unser Hochzeitslied. Schatz, erinnerst du dich? Wir sind im Zelt gelegen und dann lachte. Das war für mich dann auch ein Zeichen. Der Tina machte Spaß dementsprechend. Man kann sich mit allem arrangieren. Und ja, wann gehen wir wieder? Das war dann eher bald die nächste Frage. Und wir sind, du weißt, wir sind so ziemlich die Erste, die uns dann dementsprechend auch anmelden. Und sind da wirklich froh drum. Stimmt, Mieke genauso. Immer die Erste. Ja. Ja klar, der Werbeblock. Ja, das Tipi-Camp im Mai, Prost, Tipi-Camp im Mai steht in den Sternen. Im Oktober wird es noch eins geben. Wir hoffen alle das Beste. Solange campen wir im Garten. Wer einen Garten hat, wohl dem, gell? Muss man sagen, also in dieser privilegierten Lage. 5,5 Meter. Ich war in Mannheim, wo diese hohe Wohnblöcke da stehen, da frage ich mich, wie machen die Leute das? Mit 2, 3 Kindern dementsprechend, du kannst nicht raus. Es sind Freifläche in Mannheim abgesperrt mit Flatterband, da fährt die Polizei, du darfst dich da nicht mal auf die Bank setzen. Spielplätze sind zu, kannst Kind mal auf eine Klotze setzen oder halt Gesellschaftsspiele, aber da hast du schon irgendwann auch keinen Bock. Ja, klar. Von dem her leben wir das jetzt quasi nach, was wir sonst auch tun und nutzen halt einfach die Begebenheit. Ich finde es voll gut. Ja. Ich fühle mich wohl bei dir im Garten. Ich hätte eigentlich so einen Schlafsack mitbringen, aber bleibt Tina im Zelt. Wäre schon gefahren noch, von dem. Ja, da kann man noch ein Holz pflegen. Ja, bitte. Ah, schon fast abgeglüht. Jawohl. Nee, nachher könnte man noch was zum Abendessen machen. Was hast du vorbereitet? Wurstgulasch, dementsprechend mit Bauernbratwürste, Gemüse und dementsprechend Kuh mit Weizen. Nein, einfach eine kräftigende, weil es wird nachts schon ein Chudrig, wie man so sagt. Chudrig, sie liegt halt unter dem Teppich.
Nach Schuderzalm, so warme Suppe wäre mal heute oben dann sicher gut vertragen. Cool. Echt. Ja. Richtig gut. Hier, schönes Setup. Atago, Feueranker, Perkulator, Feuerhand. Ja. Quetschtorsch. FT9. Alles am Start. Waffeleise. Auch immer alles sehr begehrt. Bei Ventura Shop. Trust it. Gut, Benni. Ja, dann würde ich sagen, cheers. Cheers. Mach ein weiteres. Habt eine gute Zeit. Und wir haben vor, noch weitere Kunden zu besuchen und weitere Storys zu hören. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für ja, sich einfach mit der Situation auseinandersetzen, das Beste draus zu machen und sich nicht unterkriegen lassen. Wir sind alle irgendwo irgendwie betroffen und nicht betrüppelt, sondern machen das Beste draus. Und in diesem Sinne, stay home. Auf einen schönen Abend. Stay at home, stay at TP. Da fliegt doch schon die Drohne. Lecker. Ciao. Macht's gut. Viel Gesundheit. Prost.